So, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Genau, hier waren wir jetzt ja schon überall in den Räumlichkeiten. Genau, links kommen wir Richtung Treppenhaus. Hier zum Beispiel ist noch zu. Zugriff verweigert. Die Frage, haben wir irgendwas übersehen? Geh nochmal zurück. Genau, das hier haben wir alles aufgehoben. Haben wir ja alles schon gesehen eigentlich. Hier können wir nichts aufheben. Ja, das hatten wir uns ja schon alles angeguckt. Ah, hier, Tür entriegeln. Krankenstation. Dann schauen wir uns das mal noch eben an. Jack? It's the guard, he's dead. What? An accident? I'll take a look. An accident. Are you sure? Yeah, I think so. Tag reads Richardson, security uniform. Okay, now we know why security didn't greet you. Perimeter checks complete. Weather damage minimal. Most of the crew have already departed for Center Point. I'm still exploring the unexplained damage to the drill bay exterior door. However, given that storm season is upon us, I'm not concerned about foul play at this moment. Due to the damage, the door is offline for maintenance, and I've asked Officer Hoskins to inform the residents to avoid any disruption. Ja, aber sehr interessant, aber irgendwie jetzt nicht so aufschlussreich, was passiert ist, ne? Aber hier ist Sicherheitsstufe 2. Stipp. Officer Taylor isn't here. But what the hell is going on there? No idea. It's time we update Central. I'm on it. Gucken wir hier nochmal. Hier liegt so ein Messer. What the hell happened down here? Falls sich übrigens fragt, warum ich die Grafik runtergeschraubt habe, das lag einfach daran, dass das Spiel irgendwie dauerhaft abgestürzt ist. Was passiert hier? What happened? Are you
contaminated. I'm not sure there was a contamination. What do you mean? I'm not sure. What? Someone was down there with me. I'm heading back up to the surface level now. Down there with you? Who? I don't know. Ihr habt das Spiel jetzt einmal neu gestartet und das komplette PC mal neu gestartet und ja, jetzt scheint es wieder alles zu funktionieren. War irgendwie ein Gamebug, ich habe keine Ahnung, was da genau los war. Ich musste auf jeden Fall das Spiel auf niedrig stellen, um da überhaupt irgendwie spielen zu können, weil dauerhaft irgendwelche Fehlermeldungen bekommen in dem Spiel, von wegen irgendwelchen Fehlern, Grafikspeicherfehlern und was auch immer. Aber egal. Officer Dunpart, who's that? Helen Dunpart, a senior botanist. Jess, contact Central. Tell them there's an incident here. An incident? What kind of incident? Something is going on. She's multiple stab wounds. What? Contact Central. Tell them it's a violent act incident. Have them send aid. Sind aber tatsächlich dieselben Stichwunden wie bei dem unten auch, ne? She made the journey anyway. Jess, how many people are in Solace? The system lists 6. Mining crews stop during storm season. Those there are for research and cycle maintenance. She never had a chance. What was she? Where was she running from? Ich denke, das werden wir früher oder später selber erfahren, wovon die weggelaufen ist. Die andere Frage, wollen wir das überhaupt wissen? You need to leave and let Central handle it. Jess, I can't just leave. I need to remove the lockdown and access the security cameras. I can check through the building that way. That sounds like a safer compromise. What a night. You need to let Central respond. Nix, ne? One sweep and then you're out of there. I'll use the cameras to locate them, then... Aber an dem Helm war ja auch nichts, ne? Dass mir gesagt, könnte da kein Luft durchkommen. East of the atrium. A straight shot from there to the maintenance unit. The airlock breach has sealed the outer door until I lift the lockdown. Is there another way to the maintenance unit? Okay, according to the layout, you can take the drill bay hangar door, and that should bring you out in front of the maintenance unit. Drill bay hangar, got it. You can access it from the service tunnel from the stairwell. Roger. Finde den Bohrungshangar. Da können wir auf die Karte gucken einfach, ne? Also wir sind gerade hier. Kann ich zoomen da. Großwartungstunnel. Treppenhaus. Zentrale. Da, Bohrungsgelände. Da müssen wir wieder. Da müssen wir gleich wieder nach oben. Gott, da müssen wir wieder ins Treppenhaus. Und dann nach unten. Aber ich glaube nur eine nach unten. Thank you.
So, und ich glaube, hier auf der Station sind wir dann richtig, ne? Ja, und dann gehen wir... Ne, hier können wir aber nicht durch, ne? Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt noch eine Etage runtergehen? Weil dann kommen wir nicht zu diesen Bohrungstunneln, oder? Zugang zum Aufstieg. Hier kommen wir nicht durch. Und hier gibt es keinen Zugang. Wir können aber gucken, ob es hier einen PC gibt, der diese Bereiche aufmachen kann, weil oftmals, so wie oben, gab es ja PCs, wo man drangehen konnte, um sie zu öffnen. Wir schauen einfach. Private Rooms. Wir schauen uns einfach nochmal um. Kantine. Wir brauchen, glaube ich, schon diese Privaträume, wo halt auch PCs drin stehen. Wir haben ja jetzt Level 2 Zugang. Genau, hier haben wir zum Beispiel einen PC. Vielleicht können wir hierüber die Bereiche öffnen, weil oftmals gibt es ja diese Überwachungskameras. Hier zum Beispiel Bohrungshanger. Das sind ja beides Sachen, die offen sind. Das ist ja schön, aber wenn wir halt nicht in die Zwischenräume kommen, ne? Das hat... Never seen anything like that. Wir schauen mal. Hier, Level 2. Hier oben haben wir noch was. Research. Taylor is becoming increasingly hostile to the work we're trying to do here. He doesn't understand the people we can save. We're so close now. I can feel it. The storms are coming, but once the season passes, we should be able to ship Compound 26 to other sites. It's funny, really. Today I was asked if the cost of our work, if the toll that it's taken was worth it. It's a small price to pay. Ja, das ist halt immer die Frage, ne? Ob es das halt wert ist, ne? So. Level 4. Können wir hier vorne rein? Ist aber Bathroom. Aber wir können halt gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, was wir mitnehmen können. Sei Schlüsselkarten oder irgendetwas, was hier abgelegt worden ist. Aber sieht nicht so aus, ne? Wie gesagt, wir haben ja eine Schlüsselkarte bekommen, wo wir zu Level 2 gehen können. Ne, 3 ist sogar. 3. Hier können wir reingehen. Wie gesagt, ich will halt diese PCs checken. Ich glaube, das hatten wir schon angeguckt, ne? Ja. So. Irgendwas haben wir übersehen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier zu dem Elevator. Und fahren einmal auf die 2 nochmal runter. Weil wir müssen ja zu diesem... Zu dieser Tunnelanlage.
ist sie auf 2. Also werden wir auf 2 nochmal gucken. So. Ja, ist ja Level 3. Wie müsst ihr rein theoretisch reinkommen? Ist ja Level 2, ne? Ja. Aha. How are you holding up? Well, they train us for mining accidents, but never anything like this. We don't know what this is yet. What is the point of watching all of these shows if you refuse to apply what you've learned? I'm not ruling out zombies. I hope for your sake you're wrong. What did Central say? They're sending support. It will be a while though until they reach you. Server room. Treppenhaus. I'm at my limit. Zumindest vom Treppenhaus hier in diesen Gang rein. Von hier aus kommen wir nur in den Serverraum, ne? Was heißt nur? Wer weiß, was wir da noch finden. Gehen wir erstmal hier rechts. Wir schauen uns einfach an. Wir werden das schon irgendwie herausfinden. Hier irgendwas machen. Hier ist noch so ein Poster. Hier dürften wir nicht mehr reinkommen. Ist ja Level 4, ne? Ja, ohne die Schlüsselkarten ist man hier echt aufgeschmissen. Gehen wir wieder zurück und gehen hier mal rechts rein. Irgendwann werden wir halt da reinkommen, ne? Sobald wir die richtige Schlüsselkarte haben. Der war auch nicht gesund. Eine Bohrmaschine. Solace has been up here for years. Must be starting to show its age. I think we are long past that. Solace is vintage. We're back at the bar. No. Sind hier nichts an. I knew I should have taken the bottle with me. What? It's after midnight. I'm officially on vacation. Genau, hier rechts können wir nicht, weil wir haben keine Sicherung. Haben wir hier drin? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Des Todes hab ich mich erschrocken. Aber jetzt auf jeden Fall so eine Sicherung. Holy shit, Alter. Krieg ich zusammengezuckt. Jesus Christ. Ah, Level 3. War sehr schön. Level 3 bringt uns jetzt nicht so viel. Dann gehen wir hier rein. Aha, eine Schlüsselkarte. Lass mich raten, Level 3. Level 3. Okay, dann haben wir jetzt wieder Zugang zu vielen weiteren Räumen. Hier steht wieder so eine Pflanze. Und wieder ein PC. Okay, Nick, die Lieferung fällt uns zu knapp aus. Ich kann das Projekt nicht am Laufen halten. Wenn du die Quote nicht erfüllst, wenn die Quote nicht erfüllt wird, ich werde diese Woche zusätzlich Materialien benötigen. Gib deinen Termin Bescheid, dein Team Bescheid. Nick, Dayson und Salim zeigen Symptome übermäßigen Strahlenbelastung. Ich habe die Teams so oft gebeten, ihre Zeit an die Oberfläche zu messen und doch bekommen es deine Abteilung nicht auf die Reihe. Könnt ihr diese Woche bitte eure Protokolle aktualisieren? Danke.
Okay, Nick, wie besprochen habe ich den Schaden an den Hangartüren begutachtet. Adam hat mich die Türe kurzfristig abgeschaltet. Ich wollte die Gerüchte der Bewohner über wilde Tiere noch etwas länger aufrechterhalten, aber das war leider nicht möglich. Der Plan ist, sie nächste Woche wieder in Betrieb zu nehmen, sofern die Stürme lang genug nachlassen, damit die Ingenieure ihre Arbeit beenden können. Ich halte dich auf den Laufenden. Okay, hier haben wir wieder ein Video. Working now? Everything here is broken. Surface trips are still progressing despite the increased demand from Helen. This cycle has... it's been a tough one. Morale around the team remains good as the storm season approaches. Most are looking forward to a break. The power outages here don't help, but we've done our best to manage. Bohrungsgelände, Sicherheitsstation. Okay, aber alle sind offen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall kein Problem. Aber aktualisiert auf jeden Fall. Was können wir hier machen? Why would they need these? Aber das war schon mal ein guter Raum für Level 3 auf jeden Fall. Dann können wir jetzt nämlich hier vorne reingehen. Ah, oh, dann geht es gleich oben auf jeden Fall auch noch weiter. Oh, holy shit. Damit musst du erstmal rechnen. Ja, und musst du erst mal rechnen, dass dir da so ein Ding. What happened? What was that? A platform. It came right at me. How? No idea. I'm not the only one searching in the dark. Was it defective? I'll check. Finde einen Weg aus dem Bohrungshangar. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch irgendetwas, was wir brauchen. Ich glaube nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Wie sieht's hier oben? Kann man hier rauf? Nö, scheinbar nicht. Ja, hier kommen wir hier sonst nicht mehr raus, ne? It seems in working order. At least it was. Well, keep your guard up and get that generator back on. Roger. You remember when they first introduced Titans? Excavators? Yeah. Jetzt kommen wir da irgendwie drauf. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal hier vorne gucken. That'll be us at some point. Well, they will always need someone to fix them. I guess so. Der ist aber auch mutig, dass er da alles aufmachen will, ne? Das geht schon mal nicht auf. Man weiß ja auch die, was da drin ist, ne? Auf jeden Fall ein Audiofall wieder. Taylor, the guy doesn't let up. Threatened to report me for overexposing my team. This is really getting out of hand. I need to unwind. Beer and poker with the guys tonight. After this cycle, I'm taking a break. I need it. Pause ist immer gut. Okay, aber jetzt können wir scheinbar hier auf das Gerät drauf. Warum auch vorher, wenn ich da drauf kam, aber wahrscheinlich mussten wir da erstmal das angucken. I'm trapped, Jess. Trapped. The platform's blocking the door. I can't remote access it. The lockdown has sealed all exterior bulkhead doors. Blow the blast doors.
If only. Well, given how the night is going, it's not the worst idea. Or did you take your helmet off again? No, it's on. Hey, you didn't have my mouth. I even have to ask that, isn't it? Did you put yours back on? Sure. I'm gonna have to get creative. First time for everything, I guess. What did he have in mind? I'm gonna walk the tracks. Nice night for a walk. Watch out for any more haunted platforms. Geisterplattform in die Acht. Ja, wir versuchen es. Wir versuchen es. So. Kommen wir hier ran? Nö. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Irgendwas hier vorne müssen wir machen. War nämlich so nix. Versucht er das jetzt wegzuschieben? Okay, er hat jetzt versucht, die Sicherung da rauszunehmen und wahrscheinlich die hier einzusetzen. Das ist natürlich Fallfett, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht automatisch aufgeht. Ja, jetzt kann ich das betätigen. Dann machen wir das jetzt. So, Sesam, öffne dich. Das ist doch schön, wenn es klappt. So, let's go. Weiter geht's. Ja, schade, man kann jetzt nicht so viel vom Tunnel sehen, weil wir das blockieren, aber... Karten gibt es denn hier in dem Laden? Die mussten ja richtig Angst gehabt haben, da, wenn die so viel Blockaden gemacht haben. Ja, hier ist wirklich alles broken. Gut, das ist auf jeden Fall wieder ein Zeichen dafür, dass wir zu Fuß gehen. Richtig und wichtig. Fürs Feeling. Hier ist auf jeden Fall wieder zu.
Aber ich glaube, ab hier kann sein, dass einfach die Sicherungen auch komplett am Arsch sind. Okay, aber hier kommen wir scheinbar raus. Aber halt immer noch der Sturm, ne? I thought the worst happened with the comms window. Interference in the tunnel, or from the storm, I guess. Okay, where are you now? I'm not sure. I need to work my way back to the surface. Jetzt sind wir halt wieder da, wo wir halt hergekommen sind, ne? Weil hier sind wir, glaube ich, am Anfang da oben. Hiermit. So much bigger in person. Yeah, the name kind of gives it away. So, dann gehen wir mal wieder nach oben. All this going on and no one has radioed for help. You buying that? Usually not a good sign. What is going on here? Well, you did say you weren't ruling out zombies. Seen any? Not yet. Bis jetzt haben wir nur diesen einen Patienten da gesehen. In diesem komischen Krankenhaus-Overall da an. Strange. Monologuing again? The storage unit ahead is open. Okay, just get to the maintenance unit. I'm just gonna take a look. It's like you watch these movies and try to one-up the dumb protagonists who die early. I'll be right back. I can't even. Ja, fühlt sich so ungefähr genauso an. Weil es ist ja nicht normal, was hier passiert, ne? Jack? What happened? Try to stay calm. Remember our training. Focus and calm. I found another. Das ist auf jeden Fall der aus dem Video. The guy from the drill bay hangar before? I don't think so. Let's get to that generator. Heading to the maintenance unit now. So, wir schauen jetzt erstmal, wo wir hin müssen. Man sieht ja wirklich gar nichts so richtig, ne? Okay, I'm at the MU. That's still never going to catch on. Heading in. Roger. Hey! Just trying to lighten the mood. Hang in there. Roger. I regret it already. Aber so anders bleibt erstmal eh nicht übrig, ne? Hier haben wir wieder solche Schränke. Was hat der da eingesteckt? Why is everything after me? Aber sonst kann man da nichts rausholen. Schauen wir, hier vorne leuchtet noch etwas. Wieder eine Memo. Feels great to be included. Feels like what I'm doing here is more than just keeping the drill spinning. This planet, this base, it could house evolution.
Okay. Man merkt, umso tiefer man kommt, umso mehr kommt halt auch ans Licht so ein bisschen, ne? Okay, hier haben wir wieder einen PC. Bestimmt können wir hier wieder irgendwas öffnen. Ich weiß, dass du meine Bedenken bezüglich Helens Arbeit teilst. Ich würde gern über unsere Möglichkeiten und nächsten Schritte in der Bewertung ihres Projekts Frontiers sprechen. Nix Team kann nicht so weitermachen. Das kann ich moralisch nicht vertreten. Ich habe die Sicherheitsbrücken des Gewächshauses Vigrimage aktualisiert. Ist alles in Ordnung? Lass mich wissen, falls ich anderweitig helfen kann. Bitte pflegen und verstauen Sie Ihr Werkzeug sachgemäß. Vernachlässigungen und Schäden können zu Unfällen auf der Anlage führen. Es werden regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt. Bitte wenden Sie keine beschädigende Ausrüstung. Okay. Die Zugleine für die Aufstieg am Kamm scheint noch immer zu klemmen. Ich habe mir gestern angesehen und sie muss höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Sie kann eventuell noch benutzt werden, um Ausrüstung hoch und runter zu ziehen, aber sie könnte jeden Moment nachgeben. Ich kann keine Anfragen auf Ersatz stellen, daher überlasse ich Ihnen das. Danke für die E-Mail, leider war ich schon früh aus dem Spiel. Nick ging mit 2-7 Offsuit mit und nachdem ich mein Blatt verlor, rief ich Bar nach mir. Meines Wissens nach habt Nick und Weird ein wenig in den Haaren bekommen, aber sie waren kaum. Okay, ja, das ist sehr uninteressant. Wir schauen uns mal das Video an. Recording this after a long day. I've just been out to look at more weather damage to the arrays. We're cycling out a season towards the storms and tensions are high here. Days are getting harder. The site is on course, and we continue to work towards a better tomorrow. Das ist wahrscheinlich den wir als nächstes vielleicht finden werden. Auch hier keine Überwachungskamera. Aber ich hoffe, dass wir den lebendig finden. Ich hoffe. Dann wäre es der erste. Keine Sicherung, leider. Ah doch, wir haben eine Sicherung. Achso, ja stimmt, wir haben ja gerade eine mitgenommen, ne? Das stimmt ja. Danke, da auf dem Tisch. Hab ich schon wieder vergessen. Ist aber auch eine echt gruselige Anlage, wenn man mal so bedenkt, ne? Irgendwas betätigen? Nö. Hier sehe ich nichts. Gehen wir erstmal hier vorne lang. The generator looks like it was powered down. Powered down? How? Like someone hacked the control panel and overrode security. Well, why would someone do that? No idea. Whoever it was, obviously didn't want a record of anything. With the security compromised, I'm unable to reboot the generator. I'm locked out. What about the other generator? It's been sabotaged. Okay, that's it. You need to return right now. Well, das bringt dich irgendwie nicht sehr viel, ne? Yeah, okay. Yeah. It's time to get back. Answered the alarm. How many are with you?
Jack! Come in, Jack! Are you okay? Central, come in. Central. Roger, this is Central. This is Jessica Appleton, Fort Minor. We have your incident report and we have dispatched security forces to evaluate the situation. How long before they're there? Not until morning. They're dispatched from Meridiani Planum. Please remain calm whilst you wait. Hang in there, Jack. I'm on my way. What the hell is happening? Nice night for a walk, I guess. Da hätten sie auch sparen können, rauszugehen irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut enden wird.